Danke, dass alle die, die jetzt schon da sind, pünktlich dazukommen konnten. Es lohnt sich, weil am Ende verlosen Tillmann und ich unter den Gewinnern des Hackathons einen Preis. Also es lohnt sich wirklich, sich zu engagieren, einzubringen, wie üblich ja auch. Also es soll ein Erfahrungsaustausch sein und vor allen Dingen ein dran bauen und basteln, was KI in Projekten bringen kann. Dafür habe ich mir Unterstützung geholt vom Tillmann. Ein paar von euch könnten ihn kennen aus verschiedenen Ecken. Erstens war er vor knapp 2 Jahren schon mal hier als Referent und Gast in der Brückenbauer-Community. Damals haben wir uns über unser gemeinsames Buchprojekt unterhalten, was mittlerweile Wirklichkeit geworden ist, also moderne Zusammenarbeit. Und es ist mir eine Ehre, Till, du bist der Erste, die erste Person, die zum zweiten Mal tatsächlich als Referent, als Gast und Speaker dabei ist. Sehr, sehr cool. Wir arbeiten auch schon seit 11 Jahren jetzt zusammen, auch zusammen in Projekten, haben nicht nur das Buch, sondern auch einen Podcast. Sehr cool, dass du mit uns, mit der ganzen Community den Hackathon heute durchmoderierst. Haben wir beide ja schon mal live mit meiner Fitnessstudio-Community gemacht, als wir dieses Jahr ein großes Event hier in München hatten. Das kam richtig gut an, hat richtig Spaß gemacht und da ist bei mir schon mal die Idee geboren worden. Lass uns den Hackathon auch mal online probieren und du hast es in der Zwischenzeit ja schon online, offline in vielen Gelegenheiten gemacht. Jetzt mal in der Runde for free. Danke, dass du da deine Zeit und dein Wissen teilst. Da freue ich mich sehr drauf. Ansonsten vielleicht 2, 3 Worte zu meiner Einstellung zu KI. KI ist für mich sowas, mit dem bin ich mehr oder weniger aufgewachsen, weil vielleicht mal kurze Hand hoch, wer ist alles Gamer, spielt gerne, zockt gerne. Ja, Frank mindestens, genau. Nils auch. Könnt auch die virtuellen Hände heben. Alle, die Games spielen, wissen, man spielt sehr häufig gegen die KI, aber es gibt auch Sicher. Spiele. Ich mag zum Beispiel Aufbaustrategiespiele wie Civilization. Oder ganz alt, Caesar 3. Ich muss kurz hier wen muten. Da geht die KI einen Schritt weiter. Also du spielst nicht nur gegen sie, sondern du hast auch Berater, Advisor, die die Daten, die da so alle generiert werden, anfallen, interpretieren und dir Vorschläge machen, was dein nächster Move ist. Das sind so rundenbasierte Aufbaustrategiespiele. Was ist dein nächster Move? Und das fand ich schon immer cool. Und ich frage mich bis heute, wenn wir über KI sprechen, warum habe ich das noch nicht für mein Business? Warum habe ich das noch nicht in meinen Projekten? So Berater, die immer mal so aufpoppen, E-Mails poppen auf, alles Mögliche poppt auf, aber kein Berater, der sagt, Chris, ja, hier mit deinen Finanzen und so, vielleicht müsstest du mal, weiß nicht, irgendein Berater, der meinen Cashflow irgendwie beobachtet. Und vielleicht auch als Financial Advisor da ist, um zu sagen, ja, Chris, du könntest sehr leicht mehr daraus machen oder es dort anlegen oder da anlegen, sich quasi Wissen aus dem Web zieht und mich dann supportet. Vielleicht gibt es das schon, correct me if I'm missing something out, aber ich habe noch nichts davon gehört. Oder halt andere Dinge, so von wegen, hey, kurzes Feedback zu deinem Gespräch jetzt mit dem Kunden geführt und mittlerweile kann die KI ja auch schon aus den Schwingungen meiner Stimme, Emotionen und Einstellungen und wie lief es jetzt eigentlich rauslesen. Ich glaube, der Copilot macht das mittlerweile auch. Weiß nicht, wo es man es aktivieren muss, aber kriegt man auch Feedback zu, bis hin zu, hey, da und dort an der Stelle hast du entweder verloren oder da ist die Resonanz irgendwie abgerissen. So ein paar Advisor, die mir helfen, entlang des Projektes oder entlang meines Business, mir das Managen einfacher zu machen oder das zu organisieren und da auch zu supporten, wie eine Art Assistenz oder eben auch Berater. Das fände ich cool, wenn wir da irgendwo landen. Und das stimmt mich eigentlich optimistisch, dass wir da so weit gar nicht mehr von weg sein können, wenn ich das doch aus Games schon seit 10, 12, 15 Jahren kenne. Genau. Ich bin sehr gespannt, wo wir heute mit dem Hackathon rauskommen. Vielleicht für alle, die neu in der Brückenbauer-Community sind, und ich sehe ein paar Namen, die habe ich noch nie gehört, gesehen, obwohl wir jetzt 4-jähriges Jubiläum bald haben im November. Im Prinzip sind wir eine Community, eine Gruppe, ein Expertennetzwerk nenne ich es mittlerweile, sind es über 400 Leute, die sich über LinkedIn in der Gruppe organisieren und wir machen mittlerweile einmal im Quartal so ein Event rund um ein Thema, was für alle in Projekten relevant ist, weil Projekte sind immer der Hauptnenner, der gemeinsame Teiler und wir verbinden und drum als Brückenbauer-Community das mit
Themen wie Agilität, New Work oder eben auch gerne KI wie heute. Und was machen wir heute? Das war schon genug Gerede und auch mehr PowerPoints gibt es nicht von meiner Seite. Und Tilman, ich glaube, du hast auch alles einfach weggeschmissen nach unserer Ja. Vorbereitung. Wir machen das ganz super interaktiv und ein Hackathon draus. Wird Breakout-Räume geben. In der meisten Zeit werdet ihr miteinander interagieren, euch was aushacken, Erfahrungen austauschen und wir bringen das dann nach einer großen Working Session zusammen und hören uns dann an, womit die Breakout-Gruppen rausgekommen sind, was ihr entwickelt habt, was ihr gepromptet habt, was ihr zurückbekommen habt, wie das funktioniert hat und wie uns das in Projekten hilft. Und dann voten wir und die coolste Idee kriegt einen Preis von uns. Also das Team, das gewinnt, kriegt einen Preis. Und damit schon genug Worte von mir. Tillmann, rüber zu dir. Es ist schön, dass du da bist und den Hackathon mit uns durchmoderierst. Ah, vielen lieben Dank, Chris. Freut mich total hier zu sein. Du hast mir ja schon ein paar spannende Dinge mitgegeben. Also zum einen auf deiner ersten Folie steht ja, bereit zu sein, auch für ein bisschen Chaos und Innovation und Neuigkeit. Und Chris hat mich gechallenged mit der Einladung 0% Vortrag und 100% ausprobieren. Und ich versuche dem so gut wie möglich nachzukommen. Also das ist, glaube ich, absolut die Challenge, die wir haben sollten. Und das ist, was, glaube ich, auch den Reiz ausmacht. Vielleicht nur ein paar Worte zu mir, dass ihr einfach wisst, wer ich bin. Ich berate jetzt seit über 10, 11 Jahren. Und eigentlich genau zu den beiden Themen, die hier zusammenkommen. Das eine ist, ich habe Maschinenbau studiert. Ich bin so ein kleiner Hobby-Nerd. Ich liebe alles, was irgendwie einen Stecker hat und Knöpfe hat, an denen ich drehen kann. Von Musik über sonstige Software. Und auf der anderen Seite leite ich aber Transformationsprojekte. Das heißt, ich schaue, wie ich kann mich in Unternehmen Menschen bewegen. Wie kann ich da wirklich einen Impact schaffen und wie können Unternehmen eigentlich die vollen technischen Möglichkeiten nutzen und nicht an dem Widerstand der Menschen scheitern. Und die beiden Dinge kommen natürlich jetzt herrlich gut zusammen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite irgendwie dieses spannende Gen-AI-Thema. Müssen wir gleich mal darüber diskutieren, Chris, ob das besser ist als in Civilization, der Bot, der da die Gegner steuert. Und auf der anderen Seite haben alle von uns Zugang dazu. Alle können das mehr oder weniger kostenlos nutzen. Und deswegen, ich rede gar nicht weiter, ich mache gar nicht weiter Vortrag, sondern ich würde direkt vorschlagen, erzählt mir doch mal, wie nutzt ihr Gen AI? Ich habe im Chat gepostet einen Link zu einem Mentimeter. Ihr könnt auch hier den QR-Code scannen, weil ich müsste jetzt den Bildschirm teilen. Teile ich den richtigen Tust du? Bildschirm, Chris? Ja. So, dann scannt doch gerne mal den QR-Code oder folgt dem Link im Chat. Und mich würde total interessieren, dann gleich, wie eure Nutzung ist. Es steht noch Presentation in Progress. Ja, genau, ihr müsst euch Ist Absicht. erst einmal einwählen, bevor ich die Frage aufmache. Also scannt gerne den Link. Sonst poste ich den auch nochmal in den Chat und dann kann ich die Frage schon mal aufmachen. So, also, jetzt müsste die Frage dastehen. Wie würdet ihr am ehesten eure Nutzung von Gen AI beschreiben? Ich sage auch noch gar nicht genauer, was ich damit meine. Ich würde einfach total gerne einfach mal euren ersten Impuls, eure erste Indikation verstehen. Was beschreibt das am ehesten? Habt ihr vielleicht gar keinen richtigen Zugang dazu? Habt ihr vielleicht schon mal ein bisschen das ausprobiert und damit rumexperimentiert? Nutzt ihr es vielleicht sogar so circa einmal die Woche? Oder gibt es vielleicht auch welche von euch, die es vielleicht schon täglich nutzen? Super, also ich sehe schon. Ich würde mal tippen, dass die Hälfte von euch es täglich nutzen und vielleicht so
die 6 Personen ganz links haben wir so ein Viertel der Personen oder ein Fünftel der Personen, die vielleicht noch gar nicht so viel Austausch damit hatten, vielleicht einfach mal neugierig heute dabei sind und das vielleicht zum ersten Mal so richtig ausprobieren. Und dann haben wir so circa 8 Personen haben wir jetzt gerade, die es gelegentlich oder selten schon mal genutzt haben. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Aber ich würde sagen, nur um vielleicht auch meine Vorstellung nochmal weiterzutragen, ich nutze es zigfach täglich. Ich würde sagen, ich bin einer der Power-User und ersten User, ist tatsächlich als ChatGPT, also dieses Chat-Interface rauskam, Dezember 2022 war ich vorne mit dabei, weil ich mir sofort dachte, total geil, endlich kann das Ding mir Code schreiben und ich kann damit im Prinzip mir meine eigenen kleinen Programme bauen. Die Grundlagen hatte ich aus dem Studium, aber im Prinzip war ich immer zu faul, tatsächlich den Code auszuschreiben, sondern habe mir das genutzt, um das zu machen. Ich mache mittlerweile eigentlich in jeder Excel kleine Skripte, die Teile automatisieren. Oft ist es einfacher, als die Dinge selber zu schreiben. Ich nutze das für fast jede E-Mail, auf jeden Fall Kunden-E-Mails, die rausgehen. Es gibt für mich keinen Grund mehr, dass man Rechtschreibfehler in der E-Mail hat, zum Beispiel. Also eigentlich kann man jeden Text dafür nutzen. Ich erstelle als Berater natürlich PowerPoints. Das Klischee ist wahr. Und da sind auch extrem viele Texte. Und die Frage ist, muss man Texte auf der weißen Seite starten oder nicht? Das heißt, da kann ich es auch extrem nutzen. Also für mich ist überall, wo ich Text generiere, hilft mir das. So, und wie machen das denn andere? Also ist der Hype wahr? Ist das denn wirklich so ein Thema, was irgendwie in der Welt da draußen ankommt? Und auf Reddit bin ich vor 2 Tagen auf das Bild gestoßen. Erkennt jemand überhaupt, was das ist? Ich musste auch erstmal ein bisschen überlegen und gucken. Zoom gerne noch ein Stück rein, wenn es der Browser zulässt. Ja, dann macht das sogar nur kleiner. Dann Ja. rauszoomen. Gibt's Essen, oder? Du Ja, musst zum Essen geladen, ja. bestellen. Die. Genau. Also man erkennt's. Taco Bell. Es ist sicherlich in den USA. Man sieht auch irgendwie Bank of America im Hintergrund. Tatsächlich ist das ein Drive-Thru von Taco Bell, wo man, ihr kennt das sicherlich von McDonald's oder ähnlich, wo man dann vorne hält und dann seine Bestellung aufgibt. Und da spricht man dann jetzt bei Taco Bell mit einem AI-Bot. Und jetzt kann man sich überlegen, ja, AI-Bot ist jetzt erstmal nichts Neues. So diese Telefonautomaten gab es schon länger. Das Interessante an Gen-AI ist aber, dass man hier nicht einem Standard folgen muss. Man muss nicht eine Sequenz von Fragen, Antworten, wie vielleicht bei so einem Telefoninterview, das machen. Man könnte theoretisch wahrscheinlich mit diesem Bot übers Gott und die Welt und das Wetter sprechen. Das ist eigentlich das Revolutionäre an Gen-AI. Und jetzt kann man sich überlegen, okay, wird das jetzt Jobs wegnehmen? Und an der Stelle muss ich sagen, wahrscheinlich schon. Aber die Frage ist auch, hat das jemals eine Person total gerne gemacht und war das eine wertschöpfende Arbeit, die Bestellung dort aufzunehmen? Ne? Also total spannende Diskussion, finde ich. Wo findet eigentlich die Wertschöpfung statt? Wo sind eigentlich Jobs, Berufe oder Berufung? Und wo sind vielleicht Dinge, die man vielleicht auch auf Basis von ja, dem sozusagen demografischen Wandel und sonstigen vielleicht sogar digitalisieren, automatisieren muss. Ne? Ja, im Chat gerade, Frank, das ist im Prinzip Alexa. Und das Spannende ist ja, Alexa hatte genau das eigentlich als Vision, aber hat das technisch nie geschafft, es umzusetzen. Und eigentlich erst mit diesem Aufkommen von den Transformern, GPT, also Pre-trained Transformer, ist es möglich, tatsächlich über alles und Gott und die Welt zu sprechen. Und der antwortet einem immer. So, jetzt ist die Frage, was erzeugt das? Was ist der Impact? Einer der Impacts ist, Nvidia ist jetzt das größte Unternehmen der Welt. Und wem Nvidia nichts sagt, der Chris kennt es vielleicht von den Grafikkarten noch. Und wer sonst Gamer ist, kennt sicherlich Nvidia-Grafikkarten. Das Spannende ist, genau diese Spiele-Grafikkarten sind extrem gut, um diese Gen-AIs zu trainieren. Und im Prinzip jedes Mal, wenn ihr eine Anfrage stellt an der AI, läuft das auf so einer Nvidia-Grafikkarte. Also es wird nicht für Grafik genutzt, aber im Prinzip nutzt diese Architektur das gleiche, um die zu trainieren, um dann auch zu nutzen. So, also das Ganze hilft irgendwie dabei, neue Aufgaben zu lösen. Es ist sicherlich spannend, wenn es darum geht,
die Probleme und Produktivität des Alltags zu lösen. Und ich habe aber noch eins. Ich mache Musik und ich habe Gen AI auch genutzt, um Musik zu generieren. Hier 2021 habe ich noch ganz mühsam mit meinem modularen Synth irgendwie Musik gemacht, was nie jemand gehört hat. Und ich habe jetzt mit AI Musik generiert und kann euch auch nur dazu einladen, Udio oder Suno AI zu nutzen. Wenn ihr mal eine kreative Zuckung habt und gerne mal ein Lied generieren möchtet, total genial. Hört immer noch niemand die Musik, aber macht total Spaß, die zu erstellen. Ne? Gut, jetzt versuche ich wieder dem Versprechen nachzukommen. Wir machen den ersten Übungsteil, den Mitmachteil. Ihr könnt jetzt gerne für den nächsten Teil gerne eure Chat-GPT-Zugang eurer Wahl nutzen. Ihr habt vielleicht von eurer Firma ein Chat-GPT, ihr habt vielleicht über Google Gemini. Es gibt verschiedenste Arten und Weisen. Wenn ihr keinen eigenen Zugang habt, dann könnt ihr über chatgpt.com auch einfach einen kostenlosen nutzen. Da könnt ihr ohne Login auch einfach direkt loslegen. Wenn ihr da ein paar mehr Features haben wollt, könnt ihr euch da auch einloggen. Ihr könnt aber auch jedes andere Tool nehmen, was euch gerade zur Hand ist. Aber ich würde euch gerne einladen, mitzumachen. Ich glaube, dafür sind wir heute alle hier. So. Dann würde ich vorschlagen, überlegen wir doch mal, jetzt haben wir das bei Taco Bell gesehen, wir haben gesehen, Nvidia ist das größte Unternehmen der Welt aufgrund, aber wie schlau ist jetzt eigentlich diese AI gerade? Also Chris, du hast gesagt, du würdest gerne, dass er deine Steuererklärung macht oder deine Das Rechnungsprüfung. Mindeste. Ja, und Financial Consultant wäre auch nett, genau. Ja, aber dann lass es uns doch mal testen. Also, ich mache das hier Ganze ich erkläre euch gleich, wo ich hier bin, aber ihr könnt mal eintippen, wenn ihr möchtet. Ich poste es auch in den Chat, falls ihr die identische Formulierung haben wollt. Wie viele Länder mit V gibt es? Also einfach mal so eine Frage. Ich weiß nicht, ob sich die jemals schon mal wirklich jemand gestellt hat, aber ich würde mal behaupten, jetzt haben wir so eine extrem schlaue, gehypte AI, die kann uns da noch mal eine Frage beantworten, oder? Also fragen wir doch mal. Ich schieße das jetzt los. Ich schicke das Ganze in GPT 3.5 Turbo. Das ist bewusst nicht die neueste Version von GPT. Test das gleich mal neue. Also ich habe 13 Länder, die mit dem Buchstaben V beginnen. Habt ihr es gleichzeitig mal getestet? Habt ihr alle 13 Länder mit V? Scheinen ja 13 zu sein. Du hast nur 4. Was gibt's Ja, noch? genau, 4 hätte ich jetzt auch. Ich komme Ich habe selber auch auf 4. mehr als 4. Das ist eine Bei Frechheit. mir sagt 12. 12. Ist ja total kaputt, das Ding. Was haben wir jetzt? 6 sehe ich im Chat. Okay. Nochmal 4, 2. Oh, 2 ist aber, da ist aber, hat er schnell aufgegeben. 13. Also, wie kann das denn jetzt sein, dass das so ein gehyptes Ding ist und wir irgendwie noch nicht mal da irgendwie eine Frage richtig beantwortet bekommen? Wir können auch mal einen Test machen. Gib mir. Vereinigtes Königreich nimmt er nicht als Land bei mir. Gib mir weitere Länder, weil vielleicht hat ja jemand anders noch mehr. Mal gucken. Ah, bei mir gibt es spontan noch mal auf 3 mehr. Und dann sind sie auch noch doppelt. Und dann Plus ist auch noch Usbekistan. Usbekistan. Okay, Ein U also, dabei. hat jemand eine Hypothese, warum sich denn unsere AI so schwer mit dieser Frage tut? Jemand eine Idee? Also ja, Aha. das Problem liegt halt in dem V. V ist kein vernünftiges Element für ein Language Model, weil es, ne? Also damit kann es nicht gut umgehen. Und das mappt das erstmal auf intern irgendwas und höchstwahrscheinlich wird es schon auf dem Mittellayer, da wo es die Sprache abstrahiert, also wir tippen ja in Deutsch ein, schon ein Problem werden. Ja? Und das ist nicht das, was ein Language Model tut. Genauso wenig Genau. wie Rechnen halt. Genau, ganz genau. Und super Erklärung. Man kann dahinter noch das Ganze mit den Tokens erklären, Frank. Ich glaube, darauf zielst du auch ab. Ne? Ein V ist ein komplettes Token. Kann man technisch alles erklären, was aber, glaube ich, aus der Nutzerperspektive wichtig ist zu wissen. Das ist total schlecht mit faktisch konkretem Wissen. Ne? Also zumindest scheint es ja Unterschiede zu geben. Und wenn wir auch faktische Fragen stellen, zum Beispiel,
was ist Paris, dann kriegt man unterschiedliche Antworten. Da kommt nicht immer eine Stadt, sondern kommen blumige Worte. Also es hat sicherlich auch mit der Tokenization zu tun, aber es ist kein Wikipedia, es ist kein Google, sondern wo drin es gut ist, ist Intelligenz, ist erklären, Sprache, ne? Sprache nutzen und daraus wieder Sprache erstellen. Frank, du hast noch was auf den Lippen. Ja, Ergänze gerne. das ist, du musst das definieren, was du unter Fakt verstehst. Ja, also du, also zum einen, ChatGPT ist natürlich ein spezifisches Language Model und das assoziiert bestimmte Begriffe miteinander. Und das ist halt ein Fakt. Ja. Ob du unter Paris noch was anderes verstehen kannst, wenn das sprachlich halt Sinn macht, dann tut es das auch. Ja, aber es ist deswegen nicht falsch. Ja. Und die Frage ist meistens eher das Problem, als dass das faktisch richtig oder falsch ist. Würde ich Super. sagen. Ja, super Erläuterung. So, dann wollen wir vielleicht noch mal was Zweites testen. Jetzt haben wir das getestet. Jetzt testen wir noch mal so ein bisschen die Intelligenz. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Ich habe das Modell, Prinzip von Ende 20, GPT-3 basiertes Modell. Also, ich habe eine Frage. Vielleicht könnt ihr da auch erstmal selber drüber nachdenken. Also, es dauert einen Tag, ein T-Shirt zu trocknen. Wie lange dauert es, um drei T-Shirts zu trocknen? Vielleicht mal kurz selber drüber nachdenken. Auch ein Dach. Ja, du bist ja schnell. Fragen wir doch mal unsere AI. Also, wenn es einen ganzen Tag dauert, ein T-Shirt zu trocknen, dann dauert es genauso lange, um drei T-Shirts zu trocknen. Okay, nicht schlecht. Ich hatte es vorhin noch getestet. Mit ADHS dauert es 9 Tage. Oder es geht eigentlich sofort oder gleichzeitig, ja? Ich würde jetzt mal wagen, das nochmal zu löschen und nochmal zu testen, ob das wieder macht. Ah, okay, jetzt hat das bei mir. Hat jemand von euch eine andere, Marc, die hast du mal parallel testen, eine andere Antwort? Ah, bei mir sogar mit Voraussetzungen für Luftzirkulation und so weiter. Also das Spannende ist hier tatsächlich, dass es mittlerweile das hinkriegt. Ja. Ich kann leider nicht weiter zurück als GPT 3.5. Das 3-Basis-Modell hat immer noch gesagt, es dauert dann 3 Tage, das zu machen. Ne? Also, okay, da kommt jetzt im Chat nochmal. Erklär mal kurz, Frank, du hast es bei dir, dass Ja. es 3 Tage dauert Noch zu eine trocknen. Bitte, Ja, das Tillmann, ist. während Frank erklärt, sorry, dass ich da reingehe. Kannst du kurz noch genau den Prompt, den du abgeschickt hast, hier reinkopieren? Das wäre quasi identisch wieder eins zu eins dasselbe. Genau, also ich bin auf der 4 O1 Preview und die sagt halt, kommt drauf an, ob man die halt gleichzeitig oder nacheinander trocknet, was die beste aller Antworten ist. Dann machen wir das hier auch mal. 4O, wahrscheinlich ist es der hier. Nee, du hast ihn nicht. Bist du auf dem Plus-Account? Ja. Ah, doch, 4 hier. OI. Da, ja. So, und jetzt kommt was Interessantes. Das, was Frank genutzt hat, auf einmal steht hier Thinking. Vorhin hat er doch direkt losgerattert, ne? Jetzt ist die Frage, ich kann auf einmal ein Modell wählen, was anscheinend nachdenkt. Das ist ja auch total spannend. Also das heißt, wenn ihr ein GPT-4-Account habt, ich glaube, man braucht sogar einen Pro mit noch, den bezahlten, ne? Ich glaube, oder Also ist es schon bezahlt, ja. der dann kann der nachdenken. Und das Spannende ist eigentlich dahinter, also die Antwort, die jetzt hier drin steht, ist, dass es ist deutlich elaborierter, ne? Er hat da irgendwie verschiedene Optionen und er scheint das irgendwie zu durchdenken, obwohl es dann trotzdem irgendwo anscheinend doch nicht so richtig ist. Aber er elaboriert deutlich mehr. Und was dahinter steckt, ist eigentlich ein sogenanntes Chain of Thought. Also er überlegt sich mehrere Schritte hintereinander. Das war dieser Denkprozess davor. Das heißt, der rattert nicht sofort die Antwort raus, sondern denkt mal drüber nach. Also er schreibt sich selber zum Beispiel, also man weiß nicht, was da im Hintergrund passiert, wir veröffentlichen es nicht, aber vermutlich passiert sowas wie, okay, wie kann ich dieses Problem in Teilschritte zerlegen? Dann nutze ich, okay, Teilschritt 1, wie kann ich Teilschritt 1 lösen und so weiter. Und am Ende macht er meistens nochmal eine Schleife und sagt, die Antwort, die ich jetzt dem Nutzer zurückschicken würde, ist die überhaupt richtig oder falsch oder sinnvoll oder logisch? Also das ist ein sogenanntes Chain of Thought, was gewisse Prompts benutzt. So, und jetzt können wir ja vielleicht nochmal hergehen und tatsächlich den ersten Prompt nochmal testen mit den Vs und mal gucken, was passiert, wenn der jetzt so ein bisschen drüber nachdenkt über diese Frage.
Also, wie viele Länder gibt es mit V? Und jetzt denkt er auf einmal nach, nutzt sozusagen seine Prompting-Techniken, die der so im Hintergrund hat, und kommt mit 4 Ländern raus. Und das ist tatsächlich die Antwort, die ich am meisten kriege, auf die Frage, wenn man das nutzt und die auch die advanced Modelle nutzen. Wenn man das bei Wikipedia anschaut oder sowas, dann ist man ein bisschen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Vereinigten Staaten von Amerika und so weiter, aber das sind tatsächlich Länder, die tatsächlich alleinstehende Namen mit V haben. Also es scheint eine logisch argumentierbare Version zu sein. Genau, aber was es gemacht hat, ist, es hat angenommen, dass du tatsächlich V am Anfang haben willst, was nicht in deiner Frage steht. Ja, genau. Stimmt. Ja. Also ich glaube, das zeigt uns jetzt zumindest mal so ein bisschen, wo auch die Grenzen sind, wo die Limitationen sind. Und ja. Also, ja, also was du dort siehst, was du schon gezeigt hast mit diesem Train of Thought, was die ja tun, ist, sie lernen aus den ganzen Prompting-Geschichten, und dieser oberste Layer, der zwischen der Eingabe ist und dem eigentlichen Language Model, da machen die gerade massiv viel. Das heißt, sie bringen dem bei, sich selber besser zu prompten, das, was du bei den alten Modellen immer noch händisch machen musst. Und das ist auch der Punkt, wo man extrem viel Beschleunigung gerade sieht, wo das scheinbar intelligenter wird, obwohl die Intelligenz sich nicht geändert hat. Ja, es hat nur dieser Train of Thought, der anders ist. Ja. Genau, ja, absolut. So, man sieht aber auch, wohin die Richtung geht, ne? Also die AI wird immer verlässlicher, die Antworten werden konsistenter und es wird auch immer nützlicher, würde ich mal sagen. Ich würde gerne mit euch in den nächsten Schritt gehen, in den Hackathon. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Wenn ihr AI nutzt, schickt ihr die Daten, die ihr da eingebt, an amerikanische Server. Ihr schickt das Ganze ins Internet, ins Universum. Das heißt, auf zwei Dinge bitte achten. Das eine ist natürlich immer das Thema Datenschutz. Also gerade wenn ihr gültige NDAs habt, Geheimhaltungsverpflichtungen und so weiter, ist es natürlich ein Bruch dieser, wenn ihr es an die AI schickt. Und das zweite ist das Thema Personendatenschutz, also GDPR. Ihr dürft keine personenbezogenen Daten damit verarbeiten, wenn ihr das nutzt. Also achtet da drauf, auch jetzt, wenn wir in den Hackathon gehen. Ich würde gerne mit euch diesen Hackathon machen. Ihr habt ja jetzt mal so hoffentlich nebenbei so ein bisschen das mitgetestet. Und es gibt eine Challenge, die ich gerne mit euch machen möchte. Das hat den Grund, dass ich glaube, dass wir im Projektmanagement-Alltag, so mal die Hypothese, dass die meisten von uns hier in Projekten arbeiten, dass es da wahrscheinlich noch sehr großes Potenzial gibt. Und wir haben ja jetzt zumindest auch von ein paar von euch gehört, dass ihr vielleicht noch gar nicht so viel einnutzt. Da ist sicherlich ein gigantisches Potenzial. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist, wie können wir eigentlich GenAI uns besser nutzen im Projektmanagement-Alltag? Wo können wir damit Zeit sparen und wo können wir uns damit vielleicht auch Nerven sparen? So, wir machen das Ganze jetzt so, dass wir gleich in Breakouts gehen, wo ihr euch dieser Frage nähern könnt, wo ihr das Ganze ausprobieren könnt. Und ich habe euch um das zwei Dinge mitgebracht, die euch das Leben vielleicht etwas erleichtern. Das eine ist, Chris und ich haben überlegt, wir würden es gerne teilen in drei Gruppen, also in drei sozusagen, also jedes Team von euch sollte euch eins dieser Themen aussuchen. Und zwar, ob es vor dem Projekt ist, während des Projekts oder zum Projektabschluss beziehungsweise nach dem Projekt. So dass wir am Ende, wenn wir da verschiedene Prompts und Cases haben, so ein bisschen eine Differenzierung haben. Und das zweite ist, ich gebe euch gleich nochmal so eine Art vorbereiteten Chain of Thought mit. Das heißt, so eine Art Reihenfolge von Prompts, die ihr vielleicht in eurem Team nutzen könnt, um euch dem Thema zu nähern. So, das Ziel ist es, dass wir, ich gucke mal kurz, wie viel Zeit wir uns geben, dass wir so circa dann in 20 Minuten hier wieder zusammenkommen. Und jeder von euch hat dann einen Elevator-Pitch, 1 Minute Zeit, eure Idee zu pitchen. Also stellt euch das so vor, als wenn ihr morgen im Büro mit eurem Chef im Fahrstuhl steht und euer Chef sagt: Hey, ich habe bei LinkedIn gesehen, dass du da an so einem GenAI-Hackathon teilgenommen hast. Total spannend. Erzähl mir doch mal, was hast du da getestet? Was ist da rausgekommen? Wie können wir das bei uns im Projektmanagement nutzen? Und dann habt ihr im Prinzip diese Fahrstuhlfahrt Zeit, das zu erklären und dann klingelt und dann geht er raus und dann, ihr hattet praktisch nur die 1 Minute, das zu pitchen.
Plus, wir haben natürlich jetzt auch eine ganze Reihe von Leuten, die hier dabei sind, dass wir da auch jetzt uns nicht gegenseitig langweilen. So, das heißt, euer Ergebnis ist sozusagen dieser Anwendungsfall. Was soll da rauskommen? Wie wollt ihr das im Projektmanagement-Alltag nutzen, um Zeit und Nerven zu sparen? Und das Zweite ist, vielleicht können wir diese Prompts, die ihr erarbeitet, diese nützlichen Prompts hier im Chat teilen, mit Chris oder mit mir teilen, sodass wir das gegebenenfalls auch einsammeln können und noch unter uns darüber austauschen können, wo es jetzt wirklich hilfreich und nützlich ist. Das heißt, idealerweise haben wir in einer circa halben Stunde eine ganze Reihe von nützlichen Prompts fürs Projektmanagement. Macht das für euch Sinn? Seid ihr dabei? Jo. Dann, ich poste schon mal parallel im Chat den Chain of Thought. Ihr könnt im Prinzip diese Prompts Stück für Stück in euren Text-GPT eurer Wahl posten. Natürlich gerne mit Anpassungen. Gerne könnt ihr darauf aufbauen, weitermachen. Ihr könnt es auch ganz anders machen. Aber das ist vielleicht so ein bisschen so eine Starthilfe für euch. Und Chris, ich schaue jetzt in deine Richtung, wenn es um das Thema Breakout Rooms geht. Genau, wir haben jetzt 12 Gruppen. Ihr seid immer zu dritt, außer eine Person ist gerade gegangen. Raum 10 wird quasi werden nur 2 Leute sein. Und die Idee wäre, dass Raum 1, 2, 3 und 4, ihr seht das dann nachher, wenn ihr in den Breakout Room geht, was da die Überschrift ist, dass ihr euch für vor dem Projekt, also um den Projektstart kümmert. Dass 5, 6, 7 und 8 sich um die Zeit während des Projekts kümmern und 19, 11, 12 sich den Projektabschluss anschauen und gucken, wo man da Gen AI nutzen kann. So, und wenn ihr jetzt Zoom gut im Auge habt und keinen anderen Tab offen, müsstet ihr einen Prompt bekommen haben, wo ihr nur beitreten müsst und dann geht's in euren Raum. Chris und ich kommen rum, schauen zwischendurch mal rein und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns bestimmt auch anchatten oder dazu Machen wir rufen. es. Gerne einfach dem Link folgen, reinspringen und wir sehen uns in 20 Minuten hier wieder. Sehr fein. So, damit sind wir auch wieder alle in einem Chat und alle in einem Call. Ich hoffe, ihr habt auch die Zeit genutzt, um euch ein bisschen kennenzulernen, aber das schien so, dass das nicht nur Erfahrungsaustausch über ChatGPT war, sondern auch ein Erfahrungsaustausch zu, was macht ihr eigentlich und wo steht ihr? Tilman, wie fangen wir es an? Jetzt haben wir die Headlines grob eingesammelt für alle Yes. Gruppen. Führ uns mal weiter durch. Genau. Also erstmal vielen Dank. Ich habe das Gefühl, dass ihr noch deutlich hättet weitermachen können, dass ihr teilweise noch viel getestet habt und gute Ideen hattet und am liebsten alle noch weitergemacht hättet. Und ich finde das eins der schönsten Ergebnisse schon mal so auf Metaebene. Das kann einfach total Spaß machen, ne? Also ich persönlich liebe das auch so ein bisschen die Grenzen zu testen und mal zu gucken, wie komme ich da weiter und wo komme ich da vielleicht auch nicht weiter. Wo scheitert vielleicht auch ein GPT wie mit dieser Länderfrage mit V, ne? Und ich würde euch gerne nochmal, bevor wir jetzt eigentlich in eure Präsentation geben, eine Sache noch mitgeben, die ich jetzt, glaube ich, beim Paar erklärt habe und der Fairness halber wollte ich es allen nochmal erklären. Ein guter Prompt ist eigentlich so eine Hiobsbotschaft, ne? Das ist eigentlich ein schlechtes Wortspiel, aber kann man sich vielleicht ganz gut merken. Ein guter Prompt hat für mich immer vier Komponenten. Das ist der Hintergrund. Was ist der Hintergrund meiner Nachricht? Was ist der Kontext? Worum geht es hier eigentlich? Was ist die Instruktion? Was soll jetzt eigentlich mein GPT tun? Was ist die Output-Erwartung? Will ich Bullet Points? Will ich Fließtext? Will ich in der Botschaft gesiezt, geduzt? Kann ich da im Prinzip alle meine Wünsche nennen? Und das B steht dann für Beispiele. Ich kann ja auch Dinge mitgeben. Das ist so, Frank wird es kennen, das Few-Shot-Learning oder Few-Shot-Prompts oder Many-Shot-Prompts. Im Sinne von, wenn ich eine E-Mail schreibe, kann ich ja auch eine alte E-Mail mitschicken und schon mal sagen, das war eine gute E-Mail von mir, jetzt schreibt mir eine neue in ähnlichem Stil. So, aber jetzt kommen wir zu eurem. Bevor wir da reinspringen, würde ich euch nochmal bitten, nochmal in
Menti zu gehen, wenn ihr nicht mehr da seid, weil wir wollen jetzt unsere Pitches hören und ihr dürft gleichzeitig wählen, welcher Pitch euch am besten gefällt, welcher Use Case am hilfreichsten ist. Es ist uns bewusst, es war eine schnelle, heißer Ritt, aber wir würden total gerne wissen, was habt ihr für ein Erkenntnis gefunden? Was habt ihr eigentlich für ein Use Case gefunden? Wo könntet ihr potenziell mit Gen AI, mit so einem Tool wie ChatGPT Zeit sparen und euch die Nerven schonen? Bewertet dazu zwei Achsen. Also einmal, wie groß glaubt ihr, ist da wirklich Nerven und Zeitersparnis und Nerven schonen? Und das andere ist, wie häufig glaubt ihr eigentlich, würdet ihr das nutzen? Also ist es was, wo ihr sagt, boah, das würde mir mindestens mal so einmal im Projekt helfen oder vielleicht sogar täglich oder sogar noch häufiger. Versucht da mal so eine Einschätzung zu machen. Seid nett zueinander, seid fair zueinander. Und damit würde ich es gerne übergeben, eigentlich direkt an Raum 1. Ihr habt eine Minute Zeit. Der Chris ist streng, wie ihr wisst. Also, ihr habt, glaube ich, über das Thema Projektstartaufgaben gesprochen. Was habt ihr für einen Use Case gefunden für Thema Projektstart? Oh, da kommen schon die ersten Bewertungen rein. Ich weiß noch nicht, ob das schon zählt. Schon die Selbstbewertung schon mal vorgenommen. Genau, Also. also wir haben uns vorab nicht auf einen Prompt fokussiert, sondern wir haben Prompts gesammelt, im Endeffekt, die in der Projektstartphase interessant sein können oder hilfreich sein können. Das wären unter anderem zum Beispiel die formuliere spezifische messbare Ziele und Teilziele für das Projekt, welches wir dann nutzen würden. Liste die erforderlichen Rollen und Qualifikationen für das Projekt auf, plane die finanziellen Ressourcen für das Projekt, unterscheide nach festen und variablen Kosten. Erstelle einen detaillierten Budgetplan für das Projekt, plane eine Zeitachse für das Projekt, die sowohl die Dauer jeder Aufgabe als auch die Abhängigkeiten der Gesamtprojektlaufzeit berücksichtigt. Und wir haben auch noch Themen zu oder Fragen oder Anforderungen zur Risikoanalyse gesammelt, nämlich zum Beispiel erstelle eine umfassende Liste potenzieller Risiken für das Projekt und bewerte diese auch hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und des potenziellen Schadens. Das war unsere Prompt-Sammlung für Ideen zum Projektstart. Der große Rundumschlag. Klasse, super, vielen Perfekt. Dank. Postest du oder ihr das gerne auch im Chat, dann haben das direkt alle wieder zur Verfügung. Alle da draußen, ihr könnt jetzt schon auch bewerten. Das ist das Team 1, Raum 1, die beiden Achsen. Ich habe jetzt bewusst das ausgeblendet, das ist jetzt noch nicht angezeigt, damit es ein bisschen spannend bleibt, wer am Ende wirklich gewinnt. Damit gebe ich an Projekt. Initialisierungsbot Raum 2.2. Ja, perfekt. Ich halte mich kurz. Wir haben theoretisch mit Hey Jen hätten wir einen schönen, smarten Projektleiter, der den Pitch macht. Das könnte ich gleich noch einblenden, aber ich würde gern was zeigen, weil ich glaube, das ist, wenn ich den Bildschirm freigeben darf, ist das, glaube ich, die schönere Variante. Teile Was gerne. haben wir gemacht? Wir sind hingegangen und haben erstmal die Projektinitialisierungsphase mit dem ChatGPT 01 Preview auseinandergenommen, also Chain of Thoughts quasi machen lassen, damit wir es nicht selber machen. Haben dann das verfeinert, ne, welche Aufgaben könnten übernommen werden. Sind dann hingegangen und haben gesagt, wie genau könnte die Unterstützung zu den Punkten aussehen. Das war tatsächlich für mich ein Aha-Erlebnis, weil 63 Sekunden Gedanken bei dem O1 ist schon lange. Dann hat er uns ein sehr, sehr ausführliches Thema mit Beispielprompts gemacht. Und ich habe ja nur eine Minute, deswegen gehen wir nicht auf die Inhalte ein, weil das, was wir dann gemacht haben, ist das weiter verfeinert und haben da auf die Schnelle einen eigenen GPT gebaut. Für die, die sich sozusagen und haben noch kurz einen Elevator-Pitch selber schreiben lassen, damit wir das nicht machen müssen, um Zeit zu sparen. Den in Hey Gen kopiert, damit der auch vorgetragen wird. Parallel hat er das jetzt quasi gerade generiert. Ich könnte es zeigen, aber ich will ja unser Ergebnis zeigen. Und zwar ist das unser Projekt Initialisierungsbot, den wir als eigenen GPT gebaut haben. Und da könnte ich dann jetzt eben sagen, ja, hilf mir ein neues Projekt zu initialisieren. Wie gehe ich vor? Und der Bot geht jetzt mit uns sozusagen all das, was wir vorher erarbeitet haben,
haben wir in das GPT als Hintergrundinformation reingegeben, was also sozusagen alles in der Projektinitialisierung anfallen könnte. Und jetzt kann ich sozusagen immer mit dem Bot direkt in Interaktion treten und beliebig viele Prompts geben und mir helfen lassen als Projektleiter, wie komme ich eigentlich zu einer ersten Projektinitialisierung und kann da jetzt weiter sozusagen mitarbeiten und in Details einsteigen. Und man sieht, mittlerweile ist das schon recht umfangreich für so einen ersten Draft. Ja. Super, klasse. Kannst du den GPT freigeben für alle und mit uns Genau. teilen? Kann ich machen. Ich lege in den Chat. Ich hatte auch mit den beiden anderen das schon gemacht. Hau ich gleich in den Chat rein. Klasse, super, Aber vielen der ist Dank. jetzt wirklich, ne, rudimentär auf die Schnelle, aber ich gebe Aber es in den den kannst du Chat erst rein. noch weiter verfeinern im Nachgang. Super, nee, vielen Dank. Ihr da alle anderen gerne auch Team 2 Raum 2 bewerten. Dass wir nachher auch einen Gewinner küren können. So, dann kommen wir zu Raum 3. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Raum 3. Ich glaube nämlich, die Kollegin ist irgendwann raus. Ja, ich glaube, der ist mittlerweile leer, können direkt zu. Ja. Raum 4. Dann. Wobei WPE doch ist noch drinnen. Ich weiß immer noch nicht, für welchen Namen es steht, aber du bist früher raus, aber du warst, glaube ich, fertig, Früher oder? raus, aber ich war eigentlich überwältigt oder zufrieden. Habe mich, sage ich mal, out durchgehangelt, so von Projektinitiierung. Wie sieht eine Stakeholder-Analyse aus? Wie zeigt man eine Stakeholder-Analyse? Erstellt mir einen Projektstatusbericht und da bringt er dann Tabellen, wie sowas aussehen kann oder auch für Stakeholder-Analysen. Welche Spalten sind so drin dann? Fand ich sehr interessant, um das Mhm. dann weiter zu verarbeiten. Das Super. heißt, ja, da auch Vorlagen dann draus zu erstellen für Kollegen, sowas. Kann ich mir da gut vorstellen. Aber ich habe den ChatGPT zwischendrin verloren, das heißt, die ganze Prompt, die war irgendwann auch weg. Ah, schade, wollte gerade fragen, ob du irgendein Template zeigen Ja. kannst. Also der hat Ja, dann richtige nee. Templates rausgespuckt, auch wenn es Also Tabellen sind. Templates nicht, das war alles so im Chatverlauf drin, aber so Tabellenspalten, die man dann rauskopieren kann in andere Tools, war da drin. Super. Gut, sehr Danke. schön. Freut mich, dass du die Zeit da gut genutzt hast. Dann die Bauprojektrisiken. Was hat es damit auf sich? Ja, also ich glaube, ich bin hier der einzige Architekt. Ich bin eigentlich nur dazu, um es mal auszuprobieren und mal schauen, was da so möglich ist. Und wir sind einfach nach diesem Promptverlauf auch vorgegangen und sind dann immer weiter in Richtung Risikobewertungen gegangen. Aber je präziser wir das Bauprojekt und die Region und die Aufgaben versucht haben zu strukturieren und zu präzisieren, desto allgemeiner ist dann die Risikobewertung auch geworden. Und da gab es halt nur noch Sachen wie ja, Mitarbeiter, wie die Qualifikation, Materialengpässe und Lieferengpässe. Das sind eigentlich Sachen, die man eigentlich schon auch jetzt nach den letzten Jahren im Griff haben sollte. Da sind wir dann nicht weitergegangen. Aber wo ich schon sehr, sehr erstaunt war, dass so diese allgemeinen Themen, ey, an was muss ich denken, Stakeholder-Analyse, Risiken zusammenstellen, also diese allgemeinen Themen waren sehr, sehr hilfreich. Also da habe ich in ein paar Sekunden das, was ich mir sonst irgendwie aus den Fingern saugen muss, in einer halben Stunde, Stunde. Und ich glaube, es hilft ganz gut, wenn man mal in einen Termin muss und man kommt nicht ganz blank da an. Woher weißt du das, dass man das so nutzen kann? Ich dachte, es wäre mein Geheimtrick. Nee, super, freut mich sehr. Aber Habt ich ihr einen finde es cool, was der spezifischen Michael Prompt? danach als Ergebnis rausgebracht hat. Ja. Habt ihr einen spezifischen Prompt, den ihr teilen könnt, oder sollen wir es dabei belassen? Die Diana hat es am Tablet gemacht und das Tablet ist nicht mit verbunden. Und bei mir hat Ah ja. irgendwie ChatGPT dann gestreikt, dass ich, weil ich zu viele Prompts hatte. Also kann Kein ich leider Problem. gerade nichts posten. Kein Problem. Gut, dann kommen wir zu Raum 5, Projektplanerstellung. Genau. Also wir haben die ganze Zeit so ein bisschen diskutiert, ne? Wahrscheinlich auch ein bisschen gebraucht, um die Frage zu verstehen.
und so allgemeine Sachen nochmal besprochen, Probleme im Projekt, wie man Transkripte in Protokolle überführen kann, was es da für Möglichkeiten gibt. Jetzt zum Schluss halt die, wie heißt du, Theodora. Genau, du hast ja mal eine konkrete Aufgabe gehabt. Ne? Das war ja Einführung Defender XDR, ist ja ein Security-Produkt. Beim Kunden als externer Dienstleister und du wolltest ja ein Projekt Gantt-Chart haben. Ne? Das habe ich jetzt, nachdem wir uns aus dem Raum ausgelockt haben, nochmal weitergemacht. Und ich habe dann quasi, weil du wolltest ja auch unbedingt diesen Gantt-Chart dargestellt haben. Und ChatGPT hatte da so Möglichkeiten, entweder mit Python oder mit so Marmite-Chart, so bestimmten Formatierungen, sowas zu machen. Und das geht ja auch, ne? Dass man dann quasi sagt, erstelle dann am Ende so einen Gantt-Chart im Marmite-Style. Dann hat man dann wirklich einen Gantt-Chart mit den Phasen, die man vielleicht vorher in den Prompt mitgegeben hat. Und den Prompt habe ich dann auch noch erweitert, stelle also 5 konkrete Fragen zu diesen einzelnen Projektphasen, damit das immer wieder verbessert werden kann. Dann kannst du quasi dir diese Frage in den Chat kopieren und dann quasi das Projekt konkreter machen und dann immer iterativ deinen Gantt-Plan verbessern. Das habe ich jetzt gerade letzte Minute nochmal gemacht. Ja, Und weil ich finde das immer ganz hilfreich, vor allem in dieser Phase, während das Projekt das läuft, dass man auch also so solche Templates schnell erstellen kann, weil man wahnsinnig viel Zeit verliert auch dabei. Deswegen hilft das extrem, wenn man sich auf irgendeiner Weise hilft, zumindest Templates zu erstellen, die man vielleicht nur ein bisschen ergänzen kann oder Datum ändern muss oder solche Sachen. Das spart wahnsinnig viel genau. Ja, Zeit. dieser Assistent, der hilft dir quasi, ne, das Thema zu erschließen. Du fängst mit deinem Scope an, das Ding macht bestimmte Schritte, Instructions und macht einen Plan und dann beantwortest du 5, 6 Mal Fragen, vielleicht auch mit dem Kunden zusammen und dann hast du dann auch einen Plan. Was auch gut geht aus der Erfahrung ist es, das mache ich öfter mal, manchmal erkennt es gut, manchmal nicht, wenn man vielleicht einen Projektplan kriegt vom Auftraggeber, das muss man natürlich datenschutztechnisch aufpassen, aber den dann mal bewerten zu lassen und dann zu extrahieren. Das ist eigentlich 90% meiner Aufgaben, ist es eigentlich irgendwie Screenshots zu extrahieren. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Das ist eigentlich um diesen Medienbruch. Eine Genau. Frage, Dillmann, an dich. Du hast gesagt, also GPT arbeitet eigentlich mit Texten. Wenn wir jetzt tatsächlich irgendwelche Screenshot-Diagrammen oder sowas extrahieren wollen, muss das alles in Text übertragen werden, damit GPT So. das verarbeiten kann? Oder wie ist es das Beste? Also GPT kann mittlerweile Bilder lesen, also Text aus Bildern extrahieren, beziehungsweise auch, was ich manchmal mache, ist eine ganze PowerPoint-Folie als Screenshot reinzugeben. Und dann kann der die schon verstehen grundsätzlich. Was der nicht gut kann, ist daraus wieder Bilder generieren. Also, oder er kann keine PowerPoint-Seite spontan generieren. Beziehungsweise das noch nicht gut, ne? Sondern was der halt macht, ist, der programmiert sich dann selber ein Python-Skript. Also was er schon machen kann, ist sich Skript-Code generieren. Er kann Dinge anpassen. Aber ich würde eigentlich sagen, am besten ist er eigentlich da drin, eine Textausgabe zu machen, um es einfach zu halten. Man kann da so ein bisschen rumspielen, mal was rumexperimentieren. Er kann Code schreiben, er kann Text exportieren und er kann im Prinzip dann auch in der Pro-Version über DALL-E ein Bild generieren. Das ist aber nicht das, was wir im Projektmanagement-Alltag wollen. Wir würden ja am liebsten die fertige PowerPoint-Seite haben, ne? Und das kann er heute noch nicht. Aber ich glaube, lange wird es auch nicht mehr dauern, bis das geht. Gut, vielen Dank. Verstehen. Falls ihr da auch einen Prompt habt, den ihr teilen wollt mit den anderen, total gerne. Hilft vielleicht anderen auch so eure Ansätze dazu verstehen. Und vergesst nicht auch hier wiederum zu bewerten im Menti. So, dann haben wir Brainstorming, Raum 6. Was hat es damit auf sich? Genau, also wir haben es nicht richtig verabredet, wer das sagt. Also erzähle ich mal einfach von mir aus. Also zum einen sind wir gestartet mit tatsächlich deiner Frage, die du vorgegeben hast. Also sprich, was ist allgemein wichtig während eines Projekts? Haben das mal so direkt in ChatGPT reingeschoben. Da kamen praktisch dieselben Antworten raus, wie sie bei den anderen Gruppen auch waren. Und mein Hauptpunkt, den ich dort immer mit nutze, ist, ich benutze das
als Art Brainstorming-Partner zu mehr oder weniger allen Projektthemen. Also so ein Beispielprompt wäre, ich bin jetzt in einem XY-Projekt, zum Beispiel einem Migrationsprojekt. Aktuell ist das meine Risikoliste. Welche Risiken gibt es in so dieser Art von Projekt noch? Und wie würde ich die gegen die anderen priorisieren? Das heißt, ich gebe so einen Input, was ich schon habe, und sage, was fehlt mir noch? Was übersehe ich? Was sind so die typischen Dinge, die noch fehlen? Und dann benutze ich das Schritt für Schritt. Wie kann ich das mitigieren? Also sprich mit Folgefragen und drill dann immer so weiter runter. Eine andere Variante wäre, welche Meilensteine muss ich zu einem Projekt, zur Einführung einer Software in einem mittelständigen Betrieb beachten? Und dann kriegt man meistens ganz gute Rohfassung. Und aus meiner Sicht eine der nicht zu unterschätzenden Vorteile ist, man kriegt quasi automatisch seine Dokumentation mit. Das ist ordentlich formuliert, man kann das natürlich abheften. Und selbst wenn ich es nachher nochmal detailliere, finde ich das ganz gut. Genau, wir haben ein paar Sachen, die jetzt bei uns im Chat stehen. Es wäre irgendwie cool, wenn wir die übertragen könnten. Also wenn wir noch einen Space hätten, den wir nachträglich irgendwie befüllen könnten, dann kann man da vielleicht noch ein paar Sachen nachliefern, die wir dort in der Praxis gemacht haben. Im Wesentlichen, was man zwischendrin rauskriegt, allgemein, ist Detaillierung und Lückenfüllen. Bei technischen Fragen wie ich habe eine Requirements-Liste oder eine Feature-Liste, was fehlt mir hier noch, was kann man da machen? Oder so Schritt-für-Schritt-Anleitungen, mach mir mal eine Checkliste für das und das, für eine Migration zum Beispiel. Welche Phasen sollte ich berücksichtigen, wenn ich eine Datenbankmigration habe, bei der ich die Datenbank nicht offline nehmen kann? Solche spezifischen Fragen, da kommen meistens ganz gute Checklisten raus und dann arbeitet man iterativ mit dem Tool. So, das wäre so mein Pitch. Die anderen aus der Gruppe vielleicht noch was dazu? Ich sehe gerade auch im Chat ist Tobi ganz fleißig. Ja. Was? Genau, das Mikro an, genau. Ja. War noch das Gantt-Chart, oder? Genau, ja. Ah, super. Ja. So Das ein tolles Tool. Mermaid-Chart oder was ist das? Ist das Marmel-Chart? Ja. Okay. Also ich habe noch nie einen Project-Chart hinbekommen. Also wenn das jemand hinkriegt, Super. dann. Ja. Gut, vielen Dank dafür. Ja, super. Also zu dem Brainstorming beziehungsweise auch zu den weiteren Themen, Frank, den du hattest, falls ihr da auch noch Prompts teilen könnt oder Prompt-Ideen, ist vielleicht für alle ganz hilfreich, da nochmal ein paar Ideen mitzusammeln. Vielen Dank euch. 3 stehen im Chat, etwas weiter oben über Ah, Tobias perfekt. Nachrichten. Super. Ah, da sehe ich es. Raum 6. Sehr schön. Klasse. Vielen Dank euch. So, gehen wir weiter. Dann haben wir Raum 7. Generisch GenAI im Projekt. Was habt ihr diskutiert? Was habt ihr herausgefunden? Genau. Also wir sind, wie es da steht, recht breit rangegangen, weil wir gesagt haben, so wie können wir uns in einem Jahr schon outsourcen, dass wir auf der faulen Haut liegen können und das quasi alles GenAI macht. Sind aber dann, und jetzt ist mir der Titel eingefallen, Chris, und zwar, wir machen den Convince Me. Und was wir brauchen, ist ein Konfliktmanager und ein Überzeugungsbot. Also ich gebe ein kurzes Szenario rein, jetzt noch per Schrift, irgendwann über Stimmanalyse. Und sag mir dann, bring mir eine Lösung für die Situation, also ein verärgerter Mitarbeiter, der nicht performt, oder auch ein Kunde, der mit der Abrechnung nicht zufrieden ist und fragt dann, wie kann ich das drehen, welche Möglichkeiten hast du, formuliere mir eine E-Mail da draus, einfach eine Unterstützung, wie ich das bekomme, was ich möchte als Projektleiter, und zwar ein gutes Team und einen zufriedenen Kunden und ein gutes Produkt letztlich. Also sozusagen eigentlich so ein Projektcoach an deiner Ja, Seite. genau so. So ein Convince Me wäre jetzt der richtige Name. Convincing. Sehr gut. Genau. Klasse, super Idee. Gefällt mir sehr gut. Ich weiß nicht, habt ihr da auch irgendwie einen Prompt oder vielleicht einen Hinweis für einen Chat? Jo, Da. packe ich rein. Ich habe ein kurzes, Perfekt. ich habe ein kleines Szenario geschrieben und habe mir Lösungsvorschläge dafür Super. geben lassen. Klasse, sehr schön. Dann. Vergesst wieder nicht zu bewerten, dass wir gleich auch ein Gewinnerteam küren können. Wir haben noch 2 Räume. Projekt 8, Stakeholder Management. Was hat es damit auf sich? Hallo zusammen. Janine, Nils und ich haben uns mit dem Stakeholder Management beschäftigt und dort vor allem mit dem Thema, was, glaube ich, uns Projektleiter in laufenden Projekten am meisten nervt, das Reporting an all die unterschiedlichen Stakeholder, wo jeder was anderes haben möchte, jeder hat eine andere Frage, jeder will den Special Report nur für sich aufbereitet haben. Und wir haben uns zwei Ansätze überlegt, wie man das lösen kann. Der erste Ansatz, der war mit ChatGPT jetzt bei uns in unseren Testfällen noch nicht möglich. Das wäre natürlich das Szenario, wo die KI quasi Zugriff auf alle Inhouse-Daten und Informationen hat. Also ein bisschen das
Zukunftsszenario, was Microsoft irgendwie mit Copilot versucht zu verkaufen. Aber dann kann die KI auf Knopfdruck meine E-Mails auslesen, meine Teams-Transkripte etc. und dem Stakeholder sagen, was er will. Die andere Variante ist, ich stelle der KI Fragen, was sind denn typische Stakeholder-Rollen? Was will denn der CFO mal wissen? Und ich habe jetzt einen besonders geizigen schwäbischen CFO. Was will der denn ganz besonders wissen bei meinem Projekt? Und das ist dann nicht der eine Prompt, sondern das ist dann eher der Dialog mit der KI, der euch quasi helfen würde und zum Ziel führt. That's it. Sehr spannend. Kann ich mir gut vorstellen, dass man gerade, wie du sagst, da auch zukünftig, wenn man wirklich noch mehr Daten hat, kann ich nachher noch was zu erzählen, da wirklich noch zu besseren Ergebnissen kommt. Aber ich glaube, das ganze Thema Stakeholder Management, ich habe auch über Personas schon einiges gehört, kann da sehr hilfreich sein. Super, vielen Dank an euch. Dann Team oder Raum 9, Projektcharter. Was habt ihr rausgefunden? Mikro anmachen. Ja, hi Marco hier. Ja, wir waren auch zu dritt. Wir waren einer, der schon sehr viel mit ChatGPT macht und zwei quasi unbeschriebene Blätter, sodass wir uns erstmal so dem Thema annähern mussten. Ich mache es jetzt mal ein bisschen allgemeiner tatsächlich, diese 60 Sekunden, 50, die jetzt da noch verbleiben. Und wir hatten quasi euren Prompt auch rausgenommen, in ChatGPT reingegeben und haben das auch wie so ein Dialogfenster aufgebaut, ne, und haben dann dem eine Interviewrolle zugegeben und der sollte sich quasi selber fragen, welche sinnvollen Sachen er von uns bräuchte, um wirklich mit einem brauchbaren Ergebnis um die Ecke kommen. Unsere Eingangsgrößen waren quasi, wir wollen ein Haus bauen und dann hat er uns immer durchgeführt durch die ganzen Punkte. Er braucht halt Informationen zu dem Ziel, was sind so die Randbedingungen, wer sind so die Stakeholder, ne, weil wir es ja gerade hatten. Und dann hat er uns da langsam durchgeführt und wir wollten dann von ihm im Endeffekt einen One-Pager haben, wo all diese Punkte mal auf einer Seite stehen, haben da ein bisschen rumexperimentiert und das hat er auch uns auf eine Seite runtergeschrieben, in einer PDF. Wir wollten es als PDF haben und dann kam noch die Idee, kann er daraus eine PowerPoint machen? Haben wir den auch neu gefragt, ob er daraus eine PowerPoint machen kann. Aber Timmer, wie du ja schon sagtest, die ist halt wenig sexy und attraktiv, einfach nur niedergeschrieben, ganz auf weiß, in weißem Grund. Aber er hat es gemacht, ne? Und wirklich gute Prompts haben wir da nicht, die ich jetzt hier wirklich mitteilen kann. Ich kann mal gucken, ob ich die noch im Chat stelle, was ich da war, was wir da benutzt hatten. Bin immer noch geflasht von Raum 2 und bin Noch da nicht zu viel Werbung machen, aber okay, gut. nee. Aber das war schon arg beeindruckend. Und da sind wir noch weit von entfernt in unserer kleinen Gruppe. Von daher aber sehr spannend zu sehen. Ich denke, darum geht's. Und ja, da sind wir dann abgeendet. Gut, wunderbar. Aber man hat das, hast gemerkt, wie toll ihr es ausprobiert habt. Da kommt schon eine PowerPoint raus, wenn man ihn drum bittet. Er kann schon vieles oder versucht zumindest vieles. Und man hat das Gefühl, da fehlt nicht mehr allzu viel, ne? Beziehungsweise man weiß das ja so mit Software, mit Iterationen. Das geht jetzt Stück für Stück immer weiter in die Richtung, weil der Bedarf da ist, weil Nutzer das wollen und die technischen Grundlagen sind eigentlich da, ne? Super. Und wir hatten auch gefragt, das Thema, ob er im Netz auch, achso, diese Brücke haben wir auch noch geschlagen, ob er im Netz nach einer Standardliste, nach einer Standard-Checkliste fragen kann für solche Gewerke quasi, wenn ich ein Haus baue. Und da hat er uns dann auch einen Link zu geschickt, aber da haben wir noch gar nicht reingeguckt, da war die Zeit dann zu Ende, haben wir noch über andere Sachen gesprochen. Ja. Super. Klasse. Habt da viel ausprobiert. Gut. Dann habt ihr jetzt nochmal die Gelegenheit, eure Bewertung durchzuschauen. Zu schauen, ob ihr fair wart, ob ihr das richtige Team vorne angestellt habt. Das heißt, eure letzte Gelegenheit. Chris, werden die Kolleginnen und Kollegen hier jetzt ihre Bewertung machen? Wir haben ja auch einen Preis, ne, Chris? Klar, und liegt ja auch irgendwie auf der Hand, oder? Soll was zeigen? Soll was zeigen? Hast du eins bei dir liegen? Ja, ja, Gleichzeitig? ja. 3, 2, 1. Natürlich ein Buch. Sieht man es? Ja. Wer hätte es gedacht? Chris und ich haben ja ein Buch geschrieben. Dachte mal, das ist natürlich naheliegend, das auch als Preis zu machen. Ja, sowas. Signiert natürlich. Ja, das heißt, bleibt drin, beziehungsweise schickt euch, wenn ihr jetzt gewinnt, eure Kontaktdaten. Sollen wir es zeigen, Chris? Sollen wir es aufdecken? Ich Bin weiß es ja auch noch nicht. echt gespannt. Haben alle auf Submit geklickt oder auf Senden? Nicht nur die Regler Alle geschiebt, sondern abgehakt? dann auch ganz unten auf Abschicken geklickt? Vielleicht klappt es sogar auch ohne Abschicken. Also ich mache mal auf Mhm. und
Ah, knappe Kiste, knappe Kiste. Ich glaube, es ist Raum 2. Ich glaube, weit verteilt, aber ich würde sagen, Raum 2 hat gewonnen. Also herzlichen Glückwunsch an Raum 2. Chris, sieht man noch, wer das war? Das war Kai, Genau, Martina und Michael, und der ne? Michael, genau. Super. Klasse für euren Projektinitialisierungsbot. Sehr schön. Also vielen lieben Dank, dass ihr den Spaß da mitgemacht habt. Ich glaube, was man daraus auf jeden Fall mitnimmt, ist, wir haben jetzt, glaube ich, eigentlich überall tolle Ansatzpunkte gefunden. Und ihr habt alles geschafft, irgendwie die eine oder andere nützliche Art und Weise rauszuholen. Und ich will da vielleicht nochmal euch zwei Dinge mitgeben. Einmal, wohin geht jetzt eigentlich die Reise? Und das Zweite, ich habe noch ein kleines Mini-Geschenk für alle von euch. Das Erste ist nochmal, wohin geht jetzt die Reise? Die Reise geht dahin, eigentlich, wie ihr es festgestellt habt. Es werden immer mehr Möglichkeiten geben, die Dinge auch auszugeben. Ich glaube, Microsoft arbeitet heiß daran, mit Excel und PowerPoint und die Dinge wirklich zum Laufen zu kriegen, dass uns das wirklich im Office-Alltag hilft. Und das Zweite ist das Thema, was wir reingeben können. Da hat jetzt OpenAI mit dem neuen Sprachbot natürlich schon einen super Schritt gemacht. Aber bei H&Z, bei der Beratung, wo wir arbeiten, experimentieren wir auch sehr stark mit RAG-Modellen. Da ist die Idee, dass ich wirklich eine sichere AI habe, mit der ich auch echt Daten verarbeiten kann. Also ich kann wirklich die eigenen Firmendaten nehmen und die mit einer sicheren AI verarbeiten, sodass ich sozusagen im Zweifel mit 1000 PDFs sprechen könnte. Oder so wie wir das nutzen, tatsächlich die gesammelten Daten, die man in so einer Beratung hat, auch wirklich nutzbar macht, sodass man halt da wirklich mit zum Beispiel den Erfahrungen aus der Vergangenheit diskutieren kann, beziehungsweise die leicht auch auffinden kann. Und dahin wird sicherlich die Reise gehen, dass man sichere Orte findet, wo man seine eigenen Daten auch wirklich gut nutzen kann, auch in einem Unternehmenskontext und eigentlich die Limitationen überschreitet. Das dazu. In Summe kann man eigentlich sagen, es wird auf jeden Fall Produktivität bringen. Ich glaube, dass wir alle schneller arbeiten können, produktiver sein können. Die Frage ist dann natürlich immer, was bleibt noch? Und ich würde unbedingt sagen, das, was bleibt, ist das Thema Zusammenarbeit, Social Skills, Beziehungsarbeit. Das wird immer, immer wichtiger, je mehr tatsächlich das Thema weggeht, dass ich alleine vor dem Rechner arbeite. So, das Zweite ist, ich finde, dass es bei der Kreativität hilft. Wir haben das vorhin zum Thema Brainstorming gehört. Wir haben das zum Thema Risiken. Hilft mir, Risiken zu finden. Hilft mir, die Phasen zu entdecken, die Schritte und Aufgaben beim Projektstart. Das kann man alles unter Kreativität fassen, bis hin zur Musik, die man da generieren kann. Und das Dritte ist, das ist auch ein Problemlöser. Das haben wir jetzt auch mit dem Team gehört, die da tatsächlich, ich habe vergessen, wie ihr das genannt hattet, aber im Sinne von Teamcoach, Projektcoach, einfach mal irgendwie, ich habe da ein Problem, hilf mir mal mit einem schwierigen Stakeholder umzugehen, mit einer schwierigen Projektsituation umzugehen. Ich glaube, da kann man immer das zu Rate nehmen, wenn man sonst nicht weiß, wie man zu Rate fragen sollte. Das dazu. Ich habe noch versprochen, eine Kleinigkeit gebe ich euch noch mit. Ich habe mal so die Prompting-Techniken, die ich so über die Zeit gesammelt habe, zusammengefasst. Und es ist jetzt vielleicht ein bisschen klein, aber ihr kriegt das alle zugesendet. Chris, du findest bestimmt einen Weg, das an die Leute zu schicken, Aber hallo. die Teilnehmenden. Ihr könnt da im Nachgang reinschauen. Das ist wirklich einfach die Prompts, die ich am spannendsten finde, um die nutzbar zu machen. Da sind Chain of Thought mit drin, da ist Zero Shot bis Many Shot drin, sind so die Klassiker. Man kann auch Roleplays machen, ich glaube, das hattet ihr auch teilweise und so weiter und so fort. Das hilft vielleicht einfach auch, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich weiß noch gar nicht so genau, was ich da jetzt eintippen soll und wie ich einen guten Prompt schreibe, hilft euch das vielleicht da nochmal den nächsten Schritt zu machen und das zu refinen. Damit, Chris, habe ich mein Pulver verschossen. Ich fand es total cool, dass ihr alle so engagiert mitgemacht habt und echt total coole Sachen mit erstellt, erfunden habt, dass wir ein Gewinnerteam gefunden haben, ohne Streit. Ich hoffe, das ist für alle okay und fair und ich fand's super. Chris, wie fandst du's? Herrlich, also Kudos an alle. Und es ist doch erstaunlich, in so kurzer Zeit sich dem Thema zu nähern. Da waren, glaube ich, schon viele Learnings drin. Schaut auf das, was im Chat auch an Knowledge, Wissen, Erfahrungswerte entstanden ist. Nur
dass wir zusammengefunden haben, dass Leute überhaupt sich zusammenfinden, darüber sprechen. Das kann man copy-pasten in jedes Unternehmen, in jede Community of Practice, die es da schon gibt. Und das zum Thema machen und wie schnell man dann schon zu wertigen Ansätzen kommt, die klar dann refined werden können, aber wenn ich mir einen eigenen Chatbot quasi bauen kann, den ich fütter und anlerne, wenn man da mal einen Monat, ein halbes Jahr reinsteckt, wie weit kann man da kommen und wie viel Zeit spart das und wofür könnte man die Zeit nutzen? Da hat sicherlich jeder andere Vorstellungen und Ansprüche dran, doch die Dinge liegen auf der Hand, mehr miteinander arbeiten, sich auch mal für die Zwischentöne Zeit nehmen, auf der emotionalen Ebene mal genauer hinzugucken, was ja häufig dann doch mal runterfällt, oder sich mal um sich selber zu kümmern und zu schlafen, aufs Ohr zu legen oder. Bis hin zu, naja, dann mehrere Projekte parallelisieren, wenn ich jetzt mal aus kommerzieller und gesamtunternehmerischer Perspektive drauf gucke oder eben juniorere Projektleiter schnell quasi einen Assistenten mit an die Hand zu geben, um die Seniorität drauf zu kriegen und die Lernkurve steil anzustellen. Das wäre doch alles irgendwie wünschenswert und schont. Und da fand ich jetzt das Chart genial von dir. Einfach die Nerven auch. Es ist nicht nur Zeit, sondern auch die Nerven. Und das kennen wir alle. So ein Projekt, egal wie schön es ist, geht uns manchmal echt auf den Keks. Und wenn wir da ein bisschen entspannter rangehen und souveräner und selbstbewusster und dann auch in den kritischen Situationen die Haut ein bisschen dicker ist als in manchen Situationen, wo sie schon angekratzt ist, das hilft doch allen. Das würde ich mir wünschen, verfolgt das gerne weiter. Und vielleicht gibt es auch mal dazu sogar einen Teil 2. Also nicht nur Teil 3 dann mit Tillmann, sondern Teil 2 zu. Wir gucken jetzt einfach mal drauf, was genau machten ihr schon? Jetzt haben wir Hackathon, den Ansatz, eher was zu entwickeln genommen. Vielleicht ist es interessant, darüber nachzudenken, okay, wir gehen mal durch und ihr teilt euren Bildschirm und zeigt, was ihr schon tut. Und da komme ich vielleicht so zu so einem Abschlussplädoyer. Was ich sehe bei Kunden und auch in der Wirtschaft, was mir auch aus meinem Bekannten- und Freundeskreis zugetragen wird, ist, ein Weg geht deswegen nicht dran vorbei, dass sich Firmen mit Gen AI im Großen und Ganzen beschäftigen, weil wenn sie keine Plattform bieten, damit zu experimentieren, machen die Leute Folgendes, wenn sie sich dafür interessieren. Sie nehmen einfach die Cases, die sie haben, vielleicht auch die Daten, die sie haben, aber nicht benutzen dürften. Und machen es auf ihren privaten Devices. So, und dann sind Tür und Tor offen für was auch immer man mit den Daten, kommt auf die Daten drauf an, machen könnte. Und das Szenario ist gar nicht so lustig. Das heißt, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es gibt eine Pflicht für jedes Unternehmen, für seine Mitarbeitenden eine Plattform aufzuziehen, bereitzustellen, wo man experimentieren kann für alle, die interessiert sind. Sonst kann das ganz schnell nach hinten losgehen, ohne da jetzt Angst und Schrecken zu verbreiten. Doch wenn das Interesse da ist und die Leute nicht bedient werden, die wechseln deswegen nicht die Firma, die wechseln nur das Device und dann geht's los. Und haben vielleicht auch vergessen, dass sie mit ihrer Unterschrift vom Arbeitsvertrag auch ein NDA, ein Non-Disclosure Agreement oder eben Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet haben. Und gleichzeitig ist es nicht nur ein Lernen dessen, was die KI uns bieten kann, sondern auch ein der KI beibringen, wer wir sind, wie wir ticken, wie wir fragen, wie wir denken, wie wir vorgehen. Und ich glaube, das ist so eine zweite Hidden Agenda, nein, ein zweites verstecktes Layer, eine zweite Schicht. Es ist nicht nur so, dass wir checken, wie funktioniert die KI, sondern auch der KI beibringen, wie funktionieren wir, wie ticken wir, um die Ergebnisse zu bekommen, die nachher auch zu unserem Führungsstil passen, zu unserem Stil, wie wir Projekte angehen, zu der Art und Weise, auf welchen Standards und Prinzipien vielleicht auch das beruht, wie wir zusammenarbeiten. Und da ist way to go. Und deswegen glaube ich, kann es gut sein, dass wir das in der Brückenbauer-Community nochmal thematisieren. Ihr kriegt alle im Nachgang zugeschickt die Aufzeichnung nochmal zum Nachgucken. Alle Prompts, die im Chat drin sind, alles, was im Hintergrund noch an Tillmann und mich herangetragen wird. Screenshots hattet ihr auch schon mit drinnen. Und wenn sich dann Dialog fortsetzt, entweder in der Community oder One-on-One, das ist genau das, was wir hier lostreten wollten. Würden wir uns wünschen, wäre schön und dann sehen wir uns einfach wieder. Recht herzlichen Dank für den Abend. Danke euch. Danke auch fürs Organisieren. Super, vielen lieben Dank. Dankeschön. Schönen Abend.
Dankeschön. Danke. Dankeschön. Ciao. Danke. Ciao. Tschüss. Sollen die glorreichen Gewinner noch kurz drinnen bleiben, oder was? Ja, wenn ihr wollt. Ich Um muss leider Ruhm auch. und Ehre abzugreifen. Können wir noch einen kleinen Piccolo aufmachen?